Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Lost Sphere. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Mutter wiederbelebt und dann herausgefunden, wie wir wieder zurück in die echte Welt kommen. Dafür müssen wir ja diesen verlassenen oder verblassenen See überqueren. Seht nur, was ist das dort drüben? Die Verbindung vielleicht? Hui, wie herrlich! Es ist schön, wie ein Wasserfall aus reinem Licht. Der Puls des Mondes, er ist stärker als zuvor. Das muss er sein, der Mondpass. Worauf warten wir dann noch? Leute, ich freue mich auf zu Hause. Oh Gott, dann ist es schade, dass du es nie wiedersehen wirst. Och, Krom. Oh nee, komm! Deine Gier nach der Kraft des Mondes wird dir zum Verhängnis werden. Wir wissen, was du willst. Du solltest wissen, wann du verloren hast. Dieses Mal werden wir dich in die Knie zwingen, Krom. Versucht es ruhig, wenn es sein muss. Ihr müsst Geschmack an herben Niederlagen gefunden haben. Bis jetzt habe ich immer gewonnen. Nein, seht nur, was er mit dem Mondpass macht. Sogar der Allmächtige braucht anscheinend Zeit, um sich zu erholen. Egal, ich habe genug Reserven, um mit dem Mondpass kurzen Prozess zu machen. Sagt eurem einzigen Weg nach Hause, Lebewohl. Ich werde mich an euren Tränen laben, wenn ich die Welt erst einmal neu erschaffe. Was ich von euch brauche, wird eben erst einmal warten müssen. An unseren Tränen laben? So weit kommt's noch. Vorher säufst du in dein. Entscheidet euch. Macht die Sache interessant und lauft auf den Pass zu oder zankt euch weiter mit mir. Ah, der unverkennbare Schrei von jemandem, der sich in sein grausames Schicksal fügt. Seht zu, wie ich den Mondpass auslösche. Zeigt es mir! Zeigt es mir! Lasst mich sehen, wie die Hoffnung aus euren naiven Augen schwindet, wie euer edles Lächeln vergeht und die Tränen eurer gequälten Seelen, während ich das Leben aus euren bedeutungslosen Welt tilge. Dieser Irre, er will uns um jeden Preis stoppen. Was tun wir jetzt? Ich spüre, wie der Puls des Mondes schwächer wird. Der Mondpass wird das nicht mehr lange aushalten. Nein, Elgis ganze Mühe wird vergebens gewesen sein. Kanata, hör mich an. Ich will die Last auf deinen Schultern nicht noch schwerer machen, aber jetzt wäre der richtige Moment, wieder einmal ein Ass aus dem Ärmel zu ziehen. Aber er ist zu weit weg. Ich müsste dort hinunter, von wo aus ich ihn erreichen kann. Elgi! Nein! Memoria! Halt, Memoria, wo läufst du denn hin? Kanata, konzentrier dich auf den Mondpass. Der Pass hält das keine Minute länger aus. Das ist unsere letzte Chance. Wir werden darauf hoffen müssen, dass wir sie unterwegs finden. Nein, ich will Elgi nicht zurücklassen. Alter, das ist wirklich zeitbegrenzt. Da oben ist wirklich eine verdammte Minute. Ich will Elgi nicht zurücklassen. Verdammt, ich will sie nicht zurücklassen. Wir müssen hier. Ich weiß es nicht. Ah. Okay, jetzt bin ich echt. Ich bin gerade gestresst. Es tut mir leid. Selbst im Kampf. Oh Gott. Selbst im Kampf ist das. Oh mein Gott, beeil dich. Okay, wenn wir kämpfen, dann nicht. Nur wenn wir gerade keine Aktion ausführen. Ich will Elgi finden. Ich will sie nicht zurück. Ich lasse sie nicht zurück. Ich lasse sie verdammt nochmal nicht zurück. Nein.
Leider habe ich keine Ahnung, wo lang. Ich lasse LG nicht zurück. Nein, wir suchen sie so lange. Ich lasse sie nicht zurück. Es ist doch eine Aufgabe, dass wir sie finden sollen. Ich versuche den Kämpfen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen, aber in 8 Sekunden haben wir verloren. In 8 Sekunden ist es vorbei. Ich lasse es mal ablaufen. Das lohnt sich nicht. In 5 Sekunden hier. Und der Mondpass ist geschlossen. Oh Mann, nein, ich lasse ihn nicht zurück. Das Blöde ist, jetzt dürfen wir uns das Ganze nochmal anhören. Helgi ist nach rechts gelaufen, aber vielleicht... Ich will sie nicht zurücklassen. Ah, ich will nicht kämpfen. Ich will jetzt hier nicht so einen Hampel machen. Mann, müssen da Monster währenddessen sein? Das macht die ganze Minute kaputt. So, mach irgendwas. Irgendwas. Mach irgendwas. Töte irgendwas. Ist mir scheißegal. Es ist scheiße, dass die Zeit während des Kampfes abläuft. Da gehen wertvolle Sekunden verloren. Da gehen mindestens 15 bis 20 Sekunden verloren, bis wir hier was besiegt haben. Das ist bei 30 Minuten ein ganz schöner Schlag in die Fresse, muss ich sagen. Bei einer Minute. Das ist ein ganz schöner Schlag in die Fresse. Und da waren wir, da war sie nicht, okay. Ich weiß nicht, wo sie hingelaufen ist. Die blöde Kuh. Müssen wir wieder kämpfen? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich wollte mal schnell speichern. Wo zum Teufel ist sie? Ich finde sie nicht. Ich weiß nicht, wo... Oh. Okay, jetzt ist es, glaube ich... Ist das da vorne LG? Da vorne steht doch hier. Wir haben es geschafft. Der Mondpass ist immer noch da. Seht nur, ist das... Ist das LG? Ist das LG? Habe ich mich doof und dämlich gesucht? Und sie steht hier wirklich? Memoria, Entschuldigung. Memoria. Unglaublich. Sie hält den Pass aus eigener Kraft offen. Memoria, halte durch. Wir kommen dir zu Hilfe. Ich suche mich doof und dämlich, ey. Warum tut sie so etwas nur? Das ist es nicht wert, Memoria. Denk nur daran, wie traurig du uns alle machen wirst. Es tut nicht weh, Lumina. Keine Sorge, ich bin nur ein bisschen müde. Die Monster werden nicht in meine Nähe kommen. Wie kannst du dir da so sicher sein? Die einzige, die die Monster in Ruhe lassen? Du bist ein Verblasser, nicht wahr? Memoria, ein Verblasser? Wie ist das möglich? Es ist die einzige Erklärung. Die Monster schonen nur ihresgleichen. Aber sie wirkt so normal.
Jetzt ergibt es einen Sinn. Ich hatte mich gefragt, warum ihr euch ähnlich seht. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Kanata. Wenn wir nicht ins Licht und zurück in unsere Welt gehen, stirbt sie umsonst. Shara, Dianto, ich gehe vor, dann kommt ihr beiden nach. Unser Pfad liegt vor uns, Kanata. Wir müssen Van hineinfolgen. Warte nicht, bis es zu spät ist. Aber du stehst so kurz davor, unsere Welt zu sehen, Memoria. Kommt sie mit? Ja, sie kommt mit. Halte durch, Memoria. Ich kann nicht. Jetzt oder nie, der Pfad schließt sich. Lumina! Ich werde die Kraft des Mondes in mir nutzen, um den Mondpass zu öffnen. Bewegung, Leute! Das lasse ich nicht zu, Lumina! Es wird dir niemals gelingen, uns zu folgen. Du wirst hier festsitzen. Ja, das darfst du nicht! Es tut mir leid, Kanata. So muss es nur einmal sein. Rette die Welt ohne mich. Gemeinsam. Lasst Krom nicht gewinnen. Lumina. Memoria. Worauf wartest du? Mach, dass du von hier verschwindest. So geht das nicht. Elgie muss diejenige sein, die das tut. Verstehst du jetzt? Ich bestehe aus Elgies Erinnerung. Ihr Licht ist erloschen, bevor ihre Zeit gekommen war. Aber ich entscheide, jetzt zu gehen und auf diese Weise. Das darfst du nicht. Es bleibt keine Zeit mehr. Ich kann ihn nicht länger offen halten. Er braucht dich, Lumina. Du bist sein Ein und Alles. Du warst so gut zu mir. Also nimm dies zum Abschied. Bitte. Erfülle mir diesen letzten Wunsch. Ich werde dich nie vergessen, Lumina. Ich dich auch nicht, Memoria. Und ich verspreche dir auch was. Wie lange es auch dauern mag und was wir auch dafür tun müssen. Wir werden in diese Welt zurückkehren und dich retten, Memoria. Ich und Kanata werden wiederkommen. Warte auf uns, Memoria. Ich bin froh, dass ich dies für euch beide tun konnte. Elgies kostbare Erinnerung wurde nicht vergeudet. Oha, die Welt sieht aber auch nicht mehr so schön aus. Und jetzt ist Memoria auch noch nicht da. Sie hat nicht mehr unsere Welt gesehen. Dieser Wind, er fühlt sich anders an. Ein sanfter Wind. Wir sind zurück. Ich bin mir ganz sicher. Zurück in unserer eigenen Welt. Danke, Memoria. Geht es allen gut? Ja, Memoria hat uns gerettet. Ein beeindruckendes Kind. So jung und doch hat sie schon so viel gesehen. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Seht nur. Weitergehen. Wenn wir zurückfallen, bedeutet es das Ende der Welt.
Vorwärts, Schritt für Schritt. Wenn eurer Körper versagen, kämpft mit euren Willen. Macht euch bereit, jederzeit zu sterben. Lord Zemrod, ich werde vorausgehen. Möge das Kriegsglück euch heut sein. Nein, bereit sollt ihr sein, sag ich. Nicht euch blind ins Verderben stürzen. Aber Lord Zemrod... Unser Ziel muss es sein, aufzuhalten. Wir müssen um jeden Augenblick der Hoffnung kämpfen. Verstanden, Lord Zemrod. Aber wo ist denn diese Hoffnung, von der ihr sprecht? Zemrod! Ich komme, haltet so lange durch. Da liegt aber noch Geld auf der Bank. Du lebst also noch. Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Und erstmal speichern. Ja, wir sind aber auch wieder in unserer Welt und können Präventivschläge ausführen. Endlich! Wenn ich das mal so sagen darf. Endlich. Die leben noch? Ach ja, das sind ja große Viecher. Das sind ja große Viecher. Na? Kann ich es nicht mehr so schön positionieren. Und tot. Jetzt haben wir auch endlich wieder unsere ganzen Skills und sowas. Aber jetzt müssen wir erstmal Lord Zemrod helfen. Jämmerlich. All meine Magie ist aufgebraucht. Lord Zemrod, vergebt mir meinen Ungehorsam. Lebt wohl. Wartet, wir werden das mit Ihnen aufnehmen. Zemrod, zieht euch zurück und formiert euch neu. Hey, ihr hört. Wir müssen jetzt den T-Rex vernichten, der irgendwie voll cool aussieht. Aber das hat sowas von gar keinen Schaden gemacht. Okay, macht nicht wirklich. Macht nicht wirklich Damage. Ah, schon tot. Gut. Tut mir leid, dass wir zu spät kommen. Ich hatte gehört, ihr wärt verschwunden, aber ich wusste, dass ihr noch lebt. Ihr Plagegeister seid zu stur zum Sterben. Ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Lord Zemrod, was ist mit euch geschehen? Diese Stimme. Galdra, ich bin froh, dass du überlebt hast. Lord Zemrod, eure Augen. Seid ihr... Es ist einerlei. Meine Soldaten sind noch bei mir. Nur Mut, Lord Zemrod. Wir sind gekommen, um euch den Rücken zu verstärken. Das haben wir nicht nötig. Ich will nicht an der Seite von euresgleichen kämpfen. Der weiß aber, wo er lang geht, wa? Trotz, dass er blind ist. Zemrod. Nehmt es Zemrod nicht übel. Er hat auf seine eigene Weise Widerstand geleistet. Aber die Wahrheit über die Welt war zu viel für ihn. Wie für uns alle. Ich versuche mein Bestes.
Aber wenn wir diese Welt retten wollen, müssen wir sofort handeln. Also, was wollt ihr nun tun? Wir folgen Krom und erledigen ihn. Wir reisen zum Mond. Zum Mond? Zum echten Mond? Ist es dein Ernst? Es ist der einzige Weg, Krom wirklich zu besiegen. Aber wir brauchen einen Winger. Einen, der leistungsfähig genug ist, um uns zum Mond zu tragen. Zamroth hat einen verbesserten Winger angefordert. Die Pläne sind also fertig, aber ich kann ihn nicht ganz alleine bauen. Was, wenn Amazu dir helfen könnte? Nun, das ging wahrscheinlich, aber... Dann werde ich Amazu zurückholen. Ich habe dich in Aktion erlebt, also weiß ich, dass du es schaffen kannst. In Ordnung, ich beginne mit der Vorbereitung. Wo genau sind wir jetzt hier eigentlich?